Mein Großvater hat also zuerst auf dem Kutschbock gesessen, also eine Pferdedroschka, der gab von 1904 bis 1911, hat dann also damals die erste Kraftdroschke in Witten gehabt. Damit hat er einen Grundstein für unser Geschäft also auch gelegt, nämlich er fuhr seinen Wettbewerbern wirklich den Rang ab. Dann nach eigenen Plänen hat also meine Oma Frieda und Opa August also einen Bus in Auftrag gegeben, 1926, und das war der erste Reisebus. Die Gäste wollten raus, wollten Urlaub machen an der Costa Brava. Das war das damalige Ziel in den 60er, 70er Jahren Nummer 1 in Deutschland. Wir hatten einen neuen Busfahrer und ich hatte gerade Ferien. Und dann hat mein Vater mir gesagt, hier, fahren wir mit nach Spanien. Der Fahrer weiß nicht Bescheid. Und dann kam der Fahrer und sagte, ja, also ich habe da Probleme. Wie komme ich denn da hin? Dann hat mein Papa gesagt, hier, der Meinhold fährt mit. Und der zeigt dir schon den Weg, ne? Und dann habe ich ihm den Weg nach Spanien gezeigt. Ich sage mal, die erste Reise, die wir 1957 nach Spanien gemacht haben, das war mein Opa August und mein Papa, Helmut hieß er. Die sind nach Spanien gefahren, da hat also eine Fahrt also alleine 4 Tage hingebraucht. Die mussten teilweise durch Flussbette fahren, weil also keine Brücken da waren. Und sie mussten eben auch hoffen, dass also dann die Flüsse ausgetrocknet waren, nicht? Es war also dort schon eine Entdeckerzeit. Und die Leute waren also, ich sag mal, neugierig auf alles. Wenn die Gäste zum Beispiel nach Paris fuhren, wenn sie vorm Eiffelturm standen, dann war der Traum erfüllt worden. Das war die Traumreise, nicht? Einmal den Eiffelturm in Paris zu sehen. Ich habe erst heute eine E-Mail von einem Geschäftsführer von einer großen Hörfunkgesellschaft erhalten. Er sagte, wir waren mit dem Reiseleiter Michael unterwegs und das wäre eine Granate. Er hat uns so begeistert und hat uns also London und dann nachher auch die Annehmlichkeiten auf der Queen Elizabeth, was ja das Schwesterschiff von der Queen Mary II ist, alles so wunderbar also präsentiert und gezeigt. Sagt er, den würde ich gerne als Funkberater haben, dass er mir die Aufträge reinholt. Ne? Und das ist natürlich, dass das... eines der besten Komplimente, dass die Gäste mit unserem Personal, mit den Reiseleitern und Busfahrern sehr zufrieden sind. Hafermann Reisen. Qualität zahlt sich aus.